Mit Kaffee und Kuchen erwarten die Bewohner der AIDS-Wohngruppe Bischof Franz Jung in ihren vier Wänden. Die Wohngruppe der Caritas ist in Nordbayern einzigartig. Unter anderem deshalb, weil die Bewohner hier so lange leben dürfen, wie sie wollen. Wir haben hier im Haus Menschen mit HIV oder auch schon fortgeschrittenen HIV-Infektionen, die nicht alleine leben können, die schon sehr lange infiziert sind und die alle ein Zusatzproblem haben. Das heißt, die haben vielleicht eine psychische Erkrankung entwickelt oder haben eine alte Suchterkrankung und fühlen sich deswegen nicht in der Lage, alleine zu leben oder sind eben auch schon körperlich schwach. Drei Sozialpädagoginnen begleiten die sieben Bewohner durch ihren Alltag. Sie unterstützen im gemeinsam geführten Haushalt oder gestalten zusammen die Freizeit. Ich will schon länger da bleiben in der WG, bis ich irgendwann mal alt geworden bin, würde ich sagen. Weil so was Schönes wie die WG finde ich nirgendwo. Gut 80 Menschen haben in den vergangenen 30 Jahren eine Zeit lang in der Wohngruppe gelebt. Davon zeugen die Fotos auf dem Kaffeetisch, an dem Bischof Franz Jung mit den Betreuern und den Bewohnern ins Gespräch kommt. Dabei unterschreibt er auch eine Arbeitgeberdeklaration, eine Initiative der Deutschen AIDS-Hilfe und der AIDS-Beratungsstelle der Caritas in Unterfranken. Es ist nochmal eine Einladung und Ermutigung an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, offen mit diesem Thema HIV-Infizierte umzugehen. Menschen, denen normalerweise eine gewisse Stigmatisierung vorausgeht, also vorurteilsfrei mit diesen Menschen umzugehen, sie auch einzuladen, über ihre Infektion zu sprechen, aber ihnen auch eine Chance zu geben, in ein geregeltes Arbeitsverhältnis einzutreten. Immer wieder werden Menschen mit HIV im Arbeitsleben benachteiligt und diskriminiert. Ein Grund dafür, warum die Caritas Aufklärung betreibt. HIV ist im Berufsalltag, ist im Privatleben überhaupt kein Thema. Das kann jeder Beruf ausgeübt werden. Jemand, der HIV infiziert ist und behandelt, ist im Prinzip gesund. Er ist infiziert, aber ist sonst gesund. Und es gibt kein Übertragungsrisiko, egal ob das eine Kindergärtnerin ist, ein Arzt ist, was aus einem Metzger oder was auch sonst immer. Rund 1000 HIV-infizierte Menschen leben in Unterfranken. Davon, so schätzt Koch, wissen 150 noch nicht einmal, dass sie infiziert sind. Ein Todesurteil ist die Diagnose dank der medizinischen Entwicklung schon lange nicht mehr. Es gibt keine Heilung. Das wird es auch die nächsten 10 Jahre nicht geben. Es gibt keine Impfung, aber es gibt eine sehr gute Behandlung dieses Infektionsgeschehens. Jemand, der behandelt wird, ist auch nicht mehr dann infektiös. Die Viruslast ist so gering, dass sie kaum mehr feststellbar ist. Aber der Virus bleibt im Körper. Durch die gute Behandlung werden Infizierte immer älter und benötigen entsprechenden barrierefreien Wohnraum. Deshalb ist für die Betreuer in Zukunft eines ganz besonders wichtig. Unser Traum vom neuen Haus, also obwohl es hier wirklich ein schöner Platz ist und wir hier gerne sind, aber es ist einfach hier ein Platz, der nicht behindertenfreundlich zu machen ist. Das wissen wir und das ist aber ein großes Ziel von uns, weil also die Leute haben so heute auch andere Bedürfnisse. Die hätten gerne ein eigenes Bad, eine eigene Dusche mit Toilette und vor allem eine behindertengerechte, barrierefreie Dusche und auch ein barrierefreies Haus. Und das lässt sich hier leider nicht realisieren. Und das wäre so mein großer Traum für die Zukunft. Bestimmt auch ein Traum der Bewohner, die in dieser Wohngemeinschaft wieder ins normale Leben zurückgefunden haben.